Hallo und herzlich willkommen hier auf der Seneca County. Die gehen wir uns heute mal angucken. Erstmal warten, bis hier die Meldung kommt. Und dann sind wir auch schon da. Jo, naja, also. Ist ein bisschen dunkel hier. Ja, erster Eindruck. Kann man sehen lassen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber. Man kommt sich da schon ein bisschen klein vor. Naja, die Größe hat er jetzt. Alter, ist das ein Tor hier, ne? Ja, ne? Ja. Die bekommt man auf Forbidden Modding. Ist die drauf? Ja, der geht natürlich, ne? Ja. Ja, dann gehen wir mal raus hier. Gucken wir uns. Ach, die Tür geht sogar auf hier. Da gibt es ja auch ein Tor. Man sieht es zwar nicht ganz. Muss man jetzt das einzeln öffnen oder was? Torgeräusche gibt es nicht. Leider. Wir haben zwei. Oh. Zwei, ne? 7250, 7230. Okay. Bisschen mehr oder weniger PS. Die Tore sind offen. Dann gehen wir mal auf die P. Ach du Kacke nochmal. Also Felder hast du hier genug. 130 sehe ich gerade hier oben. 132 ist 132. Ja, 132 sehe ich gerade. Ungefähr maximal, ja, 132.000, ne? Dann gehen wir mal gucken. Vom Ding her ziemlich hier gerade, ohne Kurven, ohne nix. Da hat er, ja, ne? Keine Kurven, ne? Alles schräg. Gut, nachgebaut, so wie das aussieht. Original nachgebaut, ne? Dann gucken wir mal. Das weiß ich nicht, was das ist. Die Preise sind überschaulich. Ja, ist jetzt nicht so die Welt. Dann haben wir hier Verkaufsstellen. Gibt's genug? 4 Stück. Das ist gut. Milch kann man auch überall verkaufen. Ist auch gut. Ja, das ist eigentlich hier alles gut. Hier haben wir noch Zusatz. Früchte, Nüsse und so ein Quark. Ja, kann man, ne? Da gehen wir hier mal gucken. Alfalfa, Flower, ja. Kann man sich geben, ne? Ja, für das, dass es nachgebaut ist, ist es eine interessante Sache. Was wir ja nicht haben. Oh, wir könnten mal durchswitchen hier, ne? Also, Träger, LKW, Doppel, ah, da habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass Doppelbereifung hat. Dann haben wir hier, oh, einen John Deere Drescher in einer Halle drin. Da hat er wieder Sound drin, ist gut. Etwas weiß die Sache hier. Aber da hat es Textur drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Hat er umgeskinnt? Das ist, glaube ich, nee, das ist ein neuer, ne? Oder hat, ja, könnte möglich sein, ne? Da sind wir schon ein bisschen weiter weg. Hier, aber im Grunde genommen schön gemacht. Nochmal switchen. Haben wir den Drescher mit Maisgebiss. Das ist alles gewesen. Dann holen wir uns mal das Auto. Irgendeins passt natürlich hier, ne? Dann switchen wir mal, bis wir zum Shop kommen. Und der ist aber ein bisschen ab. Ich frage mich jetzt gerade, wieso das hier die Pfosten da sind. Muss das so sein? Also hier gibt's. Da kann man nicht einsteigen, ne? Nö. Die sind einfach zu Zierde da. Wäre jetzt nochmal schön gewesen, wenn man das mitnehmen könnte. Nee, der ist auch. Ist der echt oder ist der jetzt nicht echt? Da kann man auch nicht einsteigen. Der schwabbelt ein bisschen. Ja, das, da müssen ja hier die Keile sein, ne? Wenn das jetzt hier so ist. Gut. Dann fahren wir einfach mal ein bisschen rum hier. Mal ein bisschen hupen. Ja, wir sind ja zwar nicht in Mexiko, aber. Da hat er auch noch einen Drescher da. Liegen. Die Map muss man übrigens entpacken, aber die Pfosten stürme ich jetzt aber echt hier, ja.
Also die müssen wir jetzt echt nicht hier. Das bringt ja gar nichts, wenn man hier die Pfosten einfach irgendwo hat hier. Jetzt fahren wir einfach mal hier Richtung runter. Warte mal, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind da oben und der Hof war hier, ne? Ja, hier. Das heißt, einfach mal geradeaus, ne? Ein bisschen hier abschüssig hier, ne? Also nicht alles gerade. Gut, da muss man dann halt gucken. Ist auch nicht schlecht. Also ein bisschen humpelt. Kleiner Bach. Hier gehen wir mal gucken, was er da eingebaut hat. Kein Rohr da. Ein bisschen schade. Hier gibt es auch noch eine Heisel. Eine kleine Farm hier. Ist das jetzt... Ah ja. Da hat er keine Lust mehr gehabt, hier nichts zu machen. Aber von der Landschaft her ist es eigentlich eine schöne Sache. Ist halt amerikanisch, aber es sieht gar nicht schlecht aus. Ob das jetzt eine Vierfach-Map ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen, ne? Das, vom Ding her, 3000, das ist eine Vierfach-Map, ne? Weil unten die Koordinaten, wir sind nämlich jetzt schon bei 3000. Das ist eine gute Frage. Recht nach rechts Farbe. Aber es ist jetzt nicht so amerikanisch, dass jetzt wirklich hier alles gerade ist, sondern hügelig. Passt. Die Felder sind auch groß genug, würde ich mal sagen, ne? Könnte man auch gut hier, ne? Gut, das ist halt die scheiß Hügel hier. Aber ansonsten ist das jetzt gar nicht so schlecht. Also von der Landschaft her geht es. Jetzt ist das, glaube ich, hier gewesen. Der Hof. Ja, da hinten hat er nicht schön gemacht gehabt hier, da beim Feld. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und das also mit den... Na, hier zum Beispiel hätte ruhig ein Rohr hinmachen können, anstatt hier das so lassen. Gibt ja genug solches Zeug. Das war, glaube ich, hier das Haus, wo wir vorher gewesen sind. Ist es nicht, ne? Das ist es nicht. Das ist was anderes hier, ne? Jetzt weiß man auch nicht, was das da drüben sein soll hier. Eine Getreidesilo oder so, ne? Also das ist ja auch eine... Ja, die kann man öffnen. Joa. Ja. Bisschen hier dunkel, aber ansonsten... das hätte er auch ein bisschen höher machen können. Aber... Naja. So, was haben wir da noch? Wir müssen ja noch gucken. Also, wir fangen links oben an. Beim Pad. Oh Gott, das will, wir brauchen so einen riesen Platz hier. Schon wieder diese komische Pfosten hier. Was man eben nicht weiß, was es... der hätte ausglitten sollen hier, ne? Was man nicht weiß, was das bedeutet hier. Die scheiß Pfosten. Das hat einfach keinen Sinn. Vielleicht war es für ihn... Orientierungsposten oder sowas. Da ist ja sogar eine Wiese drin. Das kann aber nicht wegen irgendwelchem Mut sein, oder? Oder schon? Weil das ist ja mitten im Feld da drin gewesen. Das ist doch hier kein... Ich weiß nicht, was die sollen hier. Er hat ja noch Mods dazu, also die muss man packen. Aber was jetzt hier die Dinger sollen, das weiß ich jetzt auch nicht. Die sind ja nicht überall, ne? Das kann ich jetzt auch nicht sagen, was das sein soll. Aber so vom Ding her... Ja. Ja, also... Vom Gebäude her sind sie halt auch nur... die gleichen. Dann haben wir hier nochmal Schweine. Ne, Kühe sind das. Die Kuhweide. Kann man ja auch noch platzieren hier. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ein bisschen schmal. Da hat er das Geld hier. Also ein bisschen kleiner hier. Der Pibbel ist auch kleiner hier. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Und die Kuhweide ist für eine amerikanische Map etwas zu klein. Finde ich.
das ist natürlich dann nicht mehr so. Ah, okay. Oho. Aha, aha, aha. Ja, hätten wir vielleicht anders lösen können, aber. Nochmal eine Kuhweide. Auch wieder hier so ein Silo. Das sieht natürlich ein bisschen beschissen aus hier, ne? Das kriegst du Augenkrebs. Und hier, das sieht natürlich wieder gut aus. Ne, das nicht, aber. Da ist, da hat er hier. Was zum Teufel war das jetzt gerade? Da hat er eine unsichtbare Kuli drin. Jo, ja, ne? Und wieso, dass der Lelly hier so stehen muss, das beweist man nicht, ne? Das ist etwas Neues. Hier ist mal zum Einstreuen und so, also ja. Ist mal noch ein bisschen hier so updatefähig, ne? Dass man hier auch Verkaufsstelle. Ja, was haben wir denn da? My Grain Silo. Auch wieder gescaled. Aber da hätte ich schon einen Weg hingemacht, weil da fährst du ja eigentlich mit dem LKW und so durch. Der Job, den, da waren wir schon. Dann haben wir hier noch schon nochmal einen Grain Silo. Für noch einen Hof. Jetzt sind wir hier irgendwo in der Pampe. Okay. Das kann ich in echt auch machen. Das, ja, ne? Also Hallen gibt's hier schon, aber die Texturen, das ist halt auch scheiße texturiert hier, ne? So, dann gehen wir noch weiter. Hier gibt's ganz viele Verkaufsmöglichkeiten. Schweinestall oder was? Ne, das ist hier der Viehbetrieb. Ding. Der. Ach, weißt du schon. Ne? Der Viehhändler. So, da gibt's überall hier Grain Silos, also heißt das Höfe. Nur ist das hier auf der Karte nicht eingezeichnet, von dem Gebäude her. Jo. Es soll ja hier, es soll ja Wald sein hier, ne? Ist Wald. Ja, Tatsache. Was ist das hier? Was ist das jetzt hier für ein Zeug hier? Okay, ich hab, das wäre jetzt hier für ein Ding gewesen hier für. Boah, das, das tatsächlich wollen, ne? Finde ich gut. Ja, da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, so schlecht ist jetzt die Map nicht, ne? Man müsste vielleicht noch ein bisschen hier so. Könnte man noch ein bisschen ausbauen oder ein bisschen umbauen, aber sonst ist das jetzt nicht so schlecht. Kann man gut mit vielen Leuten spielen. Ich finde das jetzt nicht so schlecht. Außer da hat immer das gleiche Haus hier drin. Aber ansonsten, ja, da musst du halt auf der Wiese rumgurken, ne? Ist jetzt das ist ein bisschen schade, dass man hier nichts machen kann. Der Tor hat auch vergessen. Jo, gut. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, ne? Bye, bye.